So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Elemental Clash. Ja, Tatsache ist es so. Und ich habe gerade, als ich meine letzte Folge beendet habe, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie mit einer total hohen Stimme meine Folgen beende. Das ist irgendwie total merkwürdig. Das ist schon interessant zu sehen. Auf jeden Fall brauche ich jetzt wieder Eisen. 1, 2, 3. Oh, hör auf mit dem Geräusch. Obwohl, nee, das lasse ich erstmal sein. Warte mal kurz. Steine. Ja, ich habe mein Ziel noch. Das ist gut, dann würde ich nämlich jetzt erstmal ein bisschen weiter bauen. Das Zeug lege ich erstmal provisorisch. Den Farbstoff, den brauche ich ja jetzt nicht. Den lege ich unter die Materialkiste. Und das Glas lege ich in die Gemeinschaftskiste. Gemeinschaftskiste heißt einfach nur, dass die unsortiert ist. So. Jetzt erstmal, bevor ich wieder Lava hole, muss ich einmal was anderes machen. Und zwar wollte ich hier mal ein paar Grundrisse legen. Dazu brauche ich natürlich, hätte ich mal vorher da machen können. Und zwar will ich mit den Blöcken, die ich habe, jetzt erstmal so Grundzüge für ein paar Türme stellen. Sagen, okay, da so ein Turm hin, so soll es aussehen. Deswegen mache ich da so einen kleinen Grundriss für einen Turm. Und dann kann man sich dann immer sagen, okay, der eine macht mal das, der eine macht zum Beispiel heute mal einen Turm, der andere macht heute mal das und so und so. So ist das irgendwie gedacht. Wer weiß. Jetzt brauche ich mal einen Sticky und Dash. Drei Stück. Reicht nicht ganz. Was? Hä? Pixel left. Bin ich komisch? Ich kann mich nicht. Der war online? Habe ich irgendwie gar nicht Note seit. Notiziert. Hier ist die Kante. So. Warte mal, hier ist die Kante. Das ist so ein Portal, steht da natürlich ziemlich dämlich. Muss man mal eingestehen. So, das heißt hier so. Und dann wollen wir mal sagen hier so. Und dann machen wir noch bis so weit. Dann hier 1, 2 und dann hier 3. So. Vorsicht. So. Hier 1, 2. Und dann hier wieder 1, 2, 3. Dass es jetzt nicht ganz symmetrisch ranpasst, ist natürlich klar, aber das ist auf jeden Fall egal, denn es passt erstmal so weit, insoweit passt das. So, das baue ich jetzt erstmal provisorisch ab, das hätte ich eigentlich auch lassen können, aber das wollen wir jetzt gerade nicht. So, es ist natürlich schön rangesetzt. So, jetzt ist hier 1, 2, 3, 4, Das heißt, der Turm muss ein bisschen drin übergehen. Das, oh Gott, das ist natürlich alles doof geplant jetzt. Also der ist so hier soll er 3 breit sein. Das heißt hier 1, 2, hier ist er dann 3. Dann wird er hier dünner. Das heißt quasi, wenn ich jetzt hier Block abbaue, komme ich nicht ganz daran, sondern wenn ich hier, genau, wenn ich hier bin. Da ist jemand mit dem Server Join, der gleich, der gerade abgehauen ist. Schreiben wir mal Moinsen. Das ist genau dasselbe, die wir, glaube ich, in der letzten Aufnahme auch schon mehr oder weniger getroffen haben. Jo, so. Da, wo es brennt. Brennt. Da, wo es brennt. So. Jo. Das ist natürlich unser Team. Da, wo es brennt. Haha, okay. Interessant, interessant. Das ist bestimmt so ein Spinner, denkt er sich gerade. Zwei nur? Ne? Zwei? Macht das Sinn? Drei, zwei, eins, zwei, okay. Also wie eigentlich mein Plattform mehr oder weniger. Zwei, so wie hier. Kommt dann wieder zwei ran. Dann kommt, oh Gott, jetzt wird es hier langsam sehr ausbeugend. Hier kommen wieder drei ran. So, dann Koordinaten minus 1900 78 minus 230. Das ist die Koordinaten natürlich falsch und sollte man sofort merken, weil ich ja gerade gar nicht meine Koordinaten nachgeguckt habe und ich die bestimmt nicht auswendig weiß. Aber ja. Muss er ja nicht wissen.
Sie jetzt denken bestimmt, wie komme ich am schnellsten dahin? Den will ich bestimmt besuchen. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich meine Koordinaten hinten, dass ich jetzt so. Ich hoffe nur, dass meine Koordinaten, die ich jetzt angegeben habe, auch falsch sind. Nicht plötzlich sogar richtig sind. Das wäre natürlich total dämlich. Da klingelt was. Hässlich. Hässlich. 3. Schon wieder ein Fehler gemacht. So, 3. Das ist natürlich hier falsch hier. Hier müsste dann wieder 2 kommen. Ja, es wird ein ganz schön fetter Turm, muss man sagen. Dann kommt hier 1. So, das muss ich mal kurz wieder abbauen. Dann kommt hier auch, das wird ein Riesenturm. Das wird ein richtig fetter Latschenturm. Hier kommt dann wieder 1, 2, 3. Oh Gott, nein. Kommt nur 2 ran. Der Turm ist, glaube ich, ein bisschen zu fett. Ich merke es, der Turm ist ein bisschen zu fett. Der schreibt die ganze Zeit nichts, das heißt, er geht vielleicht wirklich zu den Koordinaten. Das wäre natürlich richtig geil, wenn er das machen würde. Das würde ich feiern. Das würde ich einfach feiern. Dann würde ich sagen, hier, Junge, du bist cool drauf. Du nimmst es wirklich wortwörtlich. Das ist natürlich Knorke. So, hier, passt. So, das geht hier. Scheiße, Netherportal. Den müsste wirklich mal jemand umverlegen. So, ja. Der Turm ist zwar dann ein bisschen breit, so grob gesagt, aber hat auf jeden Fall Stil. So, hier den Grundriss werde ich schon mal selbst legen. Das wäre ja fatal, wenn ich das nicht tun würde. So, hier so runterbauen wir auch gleich mal. Das soll ja alles schnick aussehen, sofort übergehend sein. Und hier auch gleich noch. Eins und dann so. Jetzt wird es langsam problematisch. Nein! Abbauen. Das kommt nicht in die Tüte hier. Definitiv nicht. So, 1, 2. So, dann 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. So. Ja, ist auch gleich abbauen und dann, da komme ich schon gar nicht mehr ran. Doch, komme ich. Ha, Skill. Das ist Skill. Ja klar, das ist Skill. Was glaubst denn du? Denkst du etwa nicht? Gut, jetzt wird langsam wirklich kompliziert. Na, ja, krieg's noch hin. Noch ein tiefer. Und hier. So. Das ist wirklich ein gigantischer Turm, muss man sagen. Der Turm wird auf jeden Fall geil werden. Der leftet und joint die ganze Zeit, das ist schon merkwürdig. Ich mache den jetzt mal, hier muss ich mal kurz Abstriche machen mit der Schönheit. Das ist sonst ein bisschen zu elefantastisch, bombastisch. Ja, das heißt, hier muss es wieder 3 breiter nach außen gehen, ist ja klar. Hätte man ja riechen können. 1, 2. Ne, ich habe mich nicht verzählt. Gut. Hab schon mir gedacht, ich habe mich verzählt, aber zum Glück noch nicht. Ja. Das ist, ich merke schon wieder sofort, dass ich die schon wieder definitiv nicht genug Blöcke mit habe. Tatsache. So, Jo. Hier noch eins hin, hier noch. Hier noch eins hin, hier. Und dann hier noch 1, 2. So. Ja. Blöcke bauen, Blöcke setzen, Blöcke ketzen, Blöcke hätten. Ja, jetzt wäre es natürlich clever, sich hier. Na, geht nicht ganz so gut auf. Ich habe gerade nicht so wirklich die Kontrolle über mich. Tricks wie ich. Ich habe einen Bogen! Wie geil! Bogen, wie geil. Ich freue mich. Ich habe endlich einen Bogen. Hey, Mann. So, 19 habe ich noch. Reicht das aus, um das hier mindestens hier so ungefähr auf eine Höhe zu kriegen? Also von außen sieht es bestimmt dann schon geil aus, wenn hier so ein fetter Turm ist. Das ist dann so der Hauptverteidigungsturm, nennen wir es mal so. Weil ich denke mal, hier ist sowieso die am meisten, na, weiß man nicht, attackierte Seite, wer weiß. Können wir noch werden, können wir noch kommen. Müssen wir gespannt sein. Ich
Zombies, komm! Hey, ich hab einen Helm. Schau dir mal diesen Helm an. Weggebankt. Und die Left It und Joint wieder. So. Ich würde es mir doch gerne mal von außen anschauen. Auch wenn ich kaum noch Leben habe. Ja, ich habe ja meine Pilzsuppen. Pilzsuppen-Power! Let's eat Pilzsuppen. Ich glaube, in meinem echten Leben würde ich niemals eine Pilzsuppe essen. Das ist mir viel zu ekelhaft. Ich mag keine Pilze. Ich esse privat gar keine Pilze. Das ist für mich... Ich habe das sogar gewusst, dass ich das so sterben werde. Ach, man. Ich habe es immer so eilig. Ich habe es wirklich immer so eilig. Ich denke immer, hier, da, ins Wasser, da kannst du reinspringen. Ja, denkst du? Scheiß drauf. Ach, Mann. Da ist ein süßer kleiner Enderman. Den kennt ihr denn. So. So. Ja, jetzt hier. Oh, komm. Hier unten liegt noch Stuff von mir. Ja. Mein Schwert. Wo ist mein Schwert? Mein Schwert. Irgendwo hier liegt mein Schwert. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Schwert liegt. Du hast hier mein Schwert. Gibt's ja nicht. Ach, jetzt kann ich die natürlich nicht anbrennen, weil hier Wasser ist überall. Irgendwas kam mir gerade so vor, als wäre es hier irgendwas in Luft gesteckt worden. Ich renne mal lieber ein bisschen weg. So, das sieht schon mal merkwürdig aus. Mal gucken, wie es jetzt von oben aussieht, wenn ich dann wieder mal einen ordentlichen Blick drauf habe. Gucken wir mal, T/Zeit. 8 Minuten noch, ich habe schon 43 Minuten Aufnahme. Was habe ich denn, wie kommt denn das? Ich muss, glaube ich, einen Teil meiner vorherigen Aufnahmen muss ich jetzt schon kurz gestaltet haben. Weil die Folge hat definitiv Überlänge, das kann ich jetzt schon sagen. So, ja, oh ja, das wird richtig geil aussehen, wenn der Turm fertig ist. Du hast eine Lederrüstung, die würde ich gerne haben, die würde ich... Wie heißt du? AX. Wie? Komm. Oh, brenn doch nicht tot, ja, Mann, oh. Ich hätte gerne mal den Namen gesehen. So, hier, komm. Ha, Fleisch. So. Ich esse erstmal was. Gib her. So, Zombies 0 von 20 steht da. Okay. So, der nächste Turm soll da, aber jetzt habe ich natürlich nicht genug Blöcke, weil ich den Turm schon so riesig gestellt habe. Da oben kommt auch noch ein ganz großer Turm, das wird dann der sogenannte Bergfried. Aber Alter, wenn das fertig wird, das wird so deluxe aussehen. Das kann ich versprechen. Kann ich einfach nur versprechen. Mehr kann ich nicht sagen, ich kann einfach nur versprechen. So, ist denn noch auf dem Server drauf? Nein, das heißt, ich würde liebend gerne gleich mal noch Schlappe gehen. Sag mal. Alter, ich habe jetzt übelst viele Helme. Helme, wie geil. Ja. Wasser. Nehmen wir mal dort. So. Ach stimmt, mein anderer Helm ist... Ja, Mann, blauer Helm, ey. Kommt die Blauhelm-Army. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-te. Das ist die Blauhelm-Army. Do-do-do. Ah, der hat das wirklich gefressen. Der hat hier gefragt, ob Y oder X drin hat. Plus oder Minus. Der hat sie gefressen, Alter. Wie geil. Ach Mensch, Junge. Nimm doch nicht alles so ernst. Ich glaube doch nur Scheiße den ganzen Tag. Müssen es doch mal wissen. Lernt es doch mal. So, mein Schwert würde ich vielleicht gerne mal verzaubern. Das wäre bestimmt geil. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Da kann ich das ja mal in Ruhe machen. Kommt. Achso, da brauche ich Lapis. Lapis. Lapisse. Ein bisschen Lapisse. Ach, das ist ein Stück haben wir. Ist eigentlich auch nicht so reichlich, weil man braucht davon mittlerweile richtig viel, was eigentlich total scheiße ist. So. Sharpness oder Sharpness? Also wenn ich jetzt hier für Sharpness 1 kann ich dann nur welche dem ich mich darauf anmachen würde. So, Sharpness 1, okay. Sharpness 1 Schwert. Der Unterschied, wie groß ist denn der Unterschied? Ziemlich. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass ich oben mein Schwert jetzt weggepackt habe, warum auch immer. Habe ich das jetzt ernsthaft in die Kiste hier? Nein. Hä? Ach ja, ich habe es einfach weggeschmissen. Braucht man ja nicht. So, was sollte ich hier machen? Ich wollte mich schlafen legen, genau.
Machen wir nochmal T/Zeit. Ich kann es nicht glauben. Achso, ja, intelligent. 5 Minuten haben wir noch. 5 extra Minuten in dieser Folge, das ist ja mal so schönes. Nether Farm bringt jetzt nichts. Lehm farmen könnten wir machen. Ja, wir farmen mal Lehm. Wir gehen mal Lehm farmen. So, Essen habe ich ja noch. Definitiv. Definitiv. So, gehen wir mal. Oh. Wie viel Lehm brauche ich denn? Ist die bessere Frage. So, ich möchte jetzt diesmal hier nicht runterspringen, da ich genau weiß, wie das endet. Ja, von wegen, ich weiß, wie das endet. So, ist da Lehm? Sieht das so aus? Nein. Nein. Das ist bestimmt nicht. Das heißt, ich werde definitiv auch diese Folge nicht mehr nach Hause kehren. Das kann ich schon vorausschreiben, aber ich habe natürlich auch eigentlich ein Weltenbewegendes mit. Deswegen kann man das mal akzeptieren. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, glaube ich nicht, dass ich da an so viel Lehm stoßen werde. Da der Fluss da irgendwie auch dünner wird. Deswegen gehe ich mal hier lang. Oder schwimme ich mal hier lang. Da sich das ja so ungefähr ja lang zieht. So. Hier. Hier wird's. So. Okay. Ja. Von wegen hier ist. Chance lang schon wieder nicht. Ist das scheiße. Ist das scheiße. So, hätten wir natürlich auch auf meine Spitzhacke vielleicht noch Effizienz machen können. Das wäre natürlich auch clever gewesen. Effizienz hätte ja fast schon wieder den Nachteil für Unterwasser ausgeglichen. Das wäre natürlich intelligent gewesen, Florian. Kein Lehm. Ja. Ist natürlich eine sehr erfolgreiche Suche. Ein Hase und ein Ei. Ich habe ein Ei. Oh, ich habe ein Ei. Hast du ein Ei? Nein. Aber ich. Ich habe das größte Ei. Ich habe das ganz große Ei. Das ganz große, das ist total Deluxe. Ü-Ei, der Ü-Eier. Da ist noch ein Ei. Nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich da mal endlich wieder neue Hühner züchten. Das wäre geil. Da ist noch ein Ei. Da sehe ich Leben. Da sehe ich Leben. Leben. Leben, nicht Leben. Ja. Abbauen. Vier Stück entspricht aber auch nur einem einzigen Block, deswegen am besten immer von oben herab abbauen. Wieso? Ganz einfach, wenn man unter was langsamer abbaut. Dann macht das Sinn. Ich glaube, ich werde definitiv gleich gekickt. Deswegen sollte ich mich am besten nicht unmittelbar im Wasser aber befinden, weil ich dann sonst beim Rückeinlocken vielleicht sogar ertrinken kann. Glaube ich zumindest. Ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute, dass es vielleicht so sein könnte. So, ich bin jetzt schon ganz schön weit vorgestoßen. Ich musste gerade aufhusten. So, da ist noch ein Ei. Noch ein Ei. Alter, 5 Eier habe ich. Und wie viel Eier hast du? ja. Das ist natürlich wieder sehr intelligent. Very intelligent. Okay, ich krieg Schaden. Fallschaden. Voll der Magel. So, jo. Hier ist natürlich auch nichts. Ich komme mir langsam wieder bekannt vor, wo ich jetzt hier bin. Aber ich möchte erstmal noch weitergehen, bevor ich ein endgültiges Resümee dieser Situation ziehe. Hier ist eine Höhle. Oh, das ist krass hier. Oh, das sieht also wirklich. Muss man sagen, sieht geil aus. Sieht geil aus. Das war ein Lichtbug, aber sieht geil aus. Obwohl Lichtbugs sind irgendwie gar nicht so selten in Minecraft. Das müssten die vielleicht mal irgendwie fixen. Das passiert relativ oft. Muss man sagen. Vielleicht ist das normal und ich rede einfach nur aus totaler Unwissenheit von Bugs, aber wieso ist da, habe ich das gerade richtig gesehen? Wieso funktioniert meine Zoom-Taste nicht? Da ist eine Workbench. Ja, da ist tatsächlich eine Workbench und die Zeit ist für heute abgelaufen. Auf jeden Fall, ich denke mal, wir haben, naja, in dieser Folge haben wir eigentlich nicht so viel, indirectly, wir haben ein bisschen was erreicht. Ist auch insgesamt so und da würde ich sagen, das war auf jeden Fall eine gute Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn sie da heißt, Let's Play Minecraft Elemental Clash. Ja, ciao! Siehst du, da war gerade schon wieder, ich habe schon wieder so, ciao! Total hoch gesagt. Ist merkwürdig, wa? Irgendwie merkwürdig. Naja, egal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao, yeah, man.